sie dann hier bei uns im Dorf zum Beispiel den Bürgermeister genötigt haben, dass der eine Impfpflicht einführt. Da gab es vielleicht zwei Autos, aber eigentlich sind die alle zu Fuß gelaufen. Wenn das Kind so und so alt ist, ist es so und so oft krank im Monat. Dass ein Kind mit 1 bis 3 Monaten ungefähr 3-mal im Monat krank ist. Und der Stand ist normal. Und da habe ich gedacht, echt? Das bin auch zu einem Heilpraktiker damals gegangen, um wirklich eine Impfausleitung mit ihr zu machen. Meine anderen 7 Kinder sind alle nicht geimpft. Habe ich gesehen, es ist einfach nicht wahr. Die Kinder sind einmal im Jahr vielleicht krank. Jemand erzählt uns was und wir nehmen das einfach so an und glauben das einfach so. Alicia Kusumitra lebt seit 15 Jahren mit ihrer Familie bei den Mayas in Guatemala. Das ist hochspannend und ich freue mich ganz arg, Alicia, dass du heute im Interview bei mir bist. Ja, ich freue mich auch von Herzen, dass ich heute hier bin. Wir hatten ja schon ein spannendes Vorgespräch. So bin ich mir sicher, dass es spannend weitergehen wird. Ja, das war ganz arg spannend. Deswegen freue ich mich ganz arg, dass ich jetzt mit dir hier sprechen darf und auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wer mich noch nicht kennt, nur ganz kurz zu mir. Mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und behandle meine Patienten in erster Linie mit ganzheitlicher Medizin. Und das ist auch so spannend, weil Alicia ja bei den Mayas lebt, bei einem der Urvölker, und die machen uns ja alles vor, wie wir richtig und gesund leben können. Und da freue ich mich jetzt, dass du uns hier mal ein bisschen aus deinem Leben bei den Mayas erzählst. Fang einfach mal frei an, wir freuen uns. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich freue mich wirklich von Herzen hier zu sein und mit dir zu sprechen. Das berührt mich wirklich so, dass es dich gibt und die erwachenden und aufgewachten Ärzte gibt, die einfach wirklich sich auch der Natur wieder zuwenden. Und ja, das war auch mein Weg. Ich bin mit Schulmedizin aufgewachsen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und ich war tatsächlich als Kind auch schon chronisch krank mit Neurodermitis und ständiger Mittelohrentzündung und allem drum und dran. Mein Leben hat sich wirklich sehr verändert mit der Geburt unserer ältesten Tochter. Ich bin mit meinem Mann seit 25 oder vielleicht sind es schon 25 Jahren zusammen und wir haben 8 gemeinsame Kinder. Und unsere älteste Tochter, die wird dieses Jahr 22, die ist einmal so durch unser Leben gefegt und hat wirklich alles verändert. Ich bin dadurch wirklich aufgewacht und habe angefangen, Naturheilkunde zu studieren. Und habe auch eine traumatische Geburt mit ihr erlebt zum Beispiel. Und ich habe sie auch einmal impfen lassen und habe dann aber gesehen, was das wirklich macht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, was das macht und habe gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Auch wenn man uns erzählt, das ist der einzige Weg, das ist der richtige Weg, habe ich gemerkt, es ist für mich und unsere Familie nicht der richtige Weg. Und da habe ich mich wirklich vollkommen der Natur zugewandt, habe über natürliche Geburt, über natürliches Leben mit Kindern und so weiter wirklich angefangen zu forschen. Ich bin zur Forscherin geworden und wir haben dann noch alles anders gemacht. Wir haben unsere Ernährung umgestellt. Wir sind Veganer geworden, weil sie tatsächlich auch Milchprodukte nicht vertragen hat, obwohl ich sie gestillt habe. Also ich habe sie voll gestillt, viele Jahre. Und sie hat dann über die Muttermilch reagiert auf das, was ich gegessen habe. Und so sind wir dann zum Veganismus gekommen, so sind wir dann zu Bio gekommen und ja, wie gesagt, auch zum Studium der Naturheilkunde und natürlicher Geburt. Und ja, letztendlich war es das auch, was uns zu den Urvölkern gebracht hat. Ich habe dann einfach diesen starken Ruf irgendwann gekriegt, ich muss zu den Urvölkern, und dieser Ruf hat mich über Jahre nicht mehr losgelassen, sodass wir dann tatsächlich 2008 sind wir dann gegangen und sind, ja, ich kann es einfach nur sagen, wir sind zu den Maya geführt worden. Das war nicht unser Plan, wir sind einfach hierher geführt worden. Wir waren erst in Costa Rica und sind dann mit dem Auto mit damals 3 Kindern einfach immer weitergefahren, bis wir hierher gekommen sind. Und das hat mein Leben einfach so sehr verändert. Und es begann tatsächlich auch nochmal mit Krankheit. Eine Woche Guatemala, ich sterbenskrank, infiziert mit Amöben. Und ich bin wirklich fast gestorben daran.
Aber das war nochmal was ganz Wichtiges, was ich erleben musste, weil ich zum einen so in Kontakt mit den Maya-Heilern gekommen bin. Ich saß dann, kein Wort Spanisch habe ich verstanden, so ein paar Brocken vielleicht, und saß dann bei einer Maya-Heilerin, die mir Kräutergetränke gebraut hat, die mich massiert hat. Und es hat einfach so viel mit mir gemacht, so in diesen Kontakt zu kommen mit diesen noch so ursprünglich lebenden Menschen, die einfach absolut vertrauen in die Kraft der Natur. Absolut, egal was kommt, sie vertrauen einfach daran. Und also das hat ganz viel mit mir gemacht und dann natürlich hat es auch mit meinem Bewusstsein viel gemacht, diese Nahtoderfahrung, die ich damals hatte. Die hat mich überhaupt geöffnet, noch tiefer zu gehen und überhaupt bereit zu werden, was dann in meinem Leben passiert ist, den Maya-Ältesten zu begegnen. Und ja, unsere Lehrerin ist Nana Tomasa. Sie ist heute 80 Jahre alt und sie gehört zu den Ältesten hier in Guatemala, die einfach auch noch mit dem ursprünglichen Wissen groß geworden ist. Das findet man leider heute auch nicht mehr so viel in Guatemala. Also du findest noch viele Maya natürlich. Aber dieses hundertprozentige Verwurzeltsein mit dem alten Wissen, das findest du wirklich nur noch in den Ältesten. Weil auch hier ist es passiert, dass vor 40 Jahren hat sich die westliche Welt hier einfach eingeschaltet. Hier sind auch Minen gebaut worden, hier sind Plantagen errichtet worden. Also ganz klar, um das ganz klar auszudrücken, Ausbeutung des Landes, wie das in so vielen Ländern passiert. Und ja, auch quasi eine moderne Versklavung der Menschen. Und vor 40 Jahren kamen Pestizide hierher, vor 40 Jahren kam Plastikmüll hierher, ohne den Menschen aber zu zeigen, wie gehe ich mit Plastik um. Also nichts damit, irgendwelchen Recycling oder so. Keine Müllverbrennungsanlagen gibt es gar nicht. Also ich kenne viele Menschen, inklusive meine Nana, aber ich kenne auch Menschen, die vor 40 Jahren hierher gekommen sind, auch befreundete Deutsche. Und die haben gesagt, damals gab es hier gar keinen Müll, gar nicht. Also da haben die wirklich, sind die Menschen, haben alles in Blätter verpackt. Wenn du auf den Markt gegangen bist, um Bohnen oder so zu kaufen, war alles in Blätter verpackt. Und dann, wie gesagt, Pestizide, der Müll kam, also der Müll ja nicht nur in Form von Plastik und Blech und Dosen, sondern auch Müllnahrung, weißt du, so Chipstüten mit ganz viel Glutamat, Coca-Cola. Und das hat natürlich auch die Menschen wirklich körperlich, aber so natürlich auch energetisch sehr, sehr geschwächt, so dass hier auch, es hier jetzt auch mittlerweile Zivilisationskrankheiten gibt. Natürlich nicht so stark wie in der westlichen Welt, weil es gibt immer noch Menschen, die an diesem alten Wissen wirklich sprichwörtlich festhalten und die noch gesünder leben, die sich immer noch daran orientieren, wie ihre Großeltern und Eltern gelebt haben. Aber es wird halt geschwächt. Es ist einfach eine Schwächung der Gesundheit, aber auch wirklich eine Schwächung der alten Traditionen. Das ist, was ich hier selbst in den 15 Jahren, die ich hier bin, sehen konnte. Als ich vor 15 Jahren hierher gekommen bin, da haben alle Menschen noch ihre traditionelle Maya-Kleidung angezogen. Und die ist wirklich ganz besonders, diese Kleidung, weil sie enthält ihre Tradition, sie enthält ihre Kosmovision. Denn auf jeder Kleidung sind spirituelle Symbole eingenäht, bestickt. Und es gibt auch für jeden Stamm, für jeden Maya-Stamm, es gibt 26 Maya-Stämme hier in Guatemala und Maya-Sprachen. Und dann aber noch für jedes Dorf gibt es eine besondere traditionelle Kleidung. Du kannst also schon an der traditionellen Kleidung erkennen, wo die Menschen herkommen. Und das hat jeder damals noch angezogen. Damals gab es kein Handy, da gab es keine Autos hier. Ich bin hier wirklich noch hingekommen. Also da weiß ich nicht, hier bei uns. Wir leben in einem 20.000 Einwohner, ich würde es immer noch Dorf nennen, und da gab es vielleicht zwei Autos von Ausländern. Ne? Und es gab keine Motorräder oder irgendwas, die Leute sind Fahrrad, aber eigentlich sind die alle zu Fuß gelaufen. Und dann in diesen 15 Jahren hat sich so viel verändert, dass heute hat sich jeder auf Kredit so ein Moped gekauft oder ein Auto. Alle haben plötzlich Handy, hatten die damals auch nicht. Na, also es geht sehr, sehr schnell, diese Einflüsse der westlichen Welt, die da eingreifen und keiner zieht mehr die traditionelle Kleidung an, also nur noch sehr wenige.
Na, das, auch die westliche Kleidung wurde hierher gebracht. Aber das, man darf das nicht vergessen. Das ist eine Trennung von ihren Wurzeln. Das ist eine Trennung von ihrer Tradition. Das ist eine Trennung vom Ursprung und von diesem ursprünglichen Leben in Verbindung mit der Natur und mit allem, was ist. Und das ist eben das, was unsere Nana uns auch wieder sehr nahe gebracht hat, unsere Lehrerin. Auch, ich muss sagen, ich kenne sie jetzt schon so lange. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, hänge ich echt an ihren Lippen. Ich bin so dankbar, dass es sie noch gibt und dass sie das einfach auch mit uns teilt, dieses Wissen. Und weißt du, durch sie habe ich einfach vieles erfahren, was ich eigentlich immer schon in mir gespürt habe. Immer schon, als auch als ich Kind war und so viel krank war. Ich habe immer in mir gespürt, das ist nicht der natürliche Zustand. Das ist einfach nicht normal. Das stimmt einfach gar nicht. Und als Angelina dann geboren wurde, da hat mir meine Schwiegermutter ein Buch geschenkt. Und das war so ein Buch von einem Kinderarzt und da war so eine Tabelle drin. Und da stand dann drin, wenn das Kind 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate und so weiter ist, muss es dies können, muss es jenes können, muss es so groß sein, so schwer sein. Und dann stand auch in dieser Tabelle, wenn das Kind so und so alt ist, ist es so und so oft krank im Monat. Und da stand dann, dass es normal ist, dass ein Kind mit 1 bis 3 Monaten ungefähr 3 Mal im Monat krank ist. Und da stand, es ist normal. Und da habe ich gedacht, echt? Und als ich dann angefangen habe, mein ganzes Leben zu ändern und auch Angelina, bin auch zu einem Heilpraktiker damals gegangen, um wirklich eine Impfausleitung mit ihr zu machen. Und danach, meine anderen 7 Kinder sind alle nicht geimpft. Und dann habe ich gesehen, das stimmt nicht. Ich habe es wirklich gesehen. Es ist einfach nicht wahr. Die Kinder sind einmal im Jahr vielleicht krank, die nicht geimpft sind und die natürlich leben. Und da habe ich dann diese Bestätigung gesehen. Okay, man erzählt uns was und wir nehmen das einfach so an und glauben das einfach so. Und ist es wirklich so? Und das habe ich dann, wie gesagt, bei meiner Lehrerin und hier bei den Maya nochmal bestärkt gesehen, dass sie ist 80 Jahre alt jetzt. Und sie kommt jetzt bald mit uns nach Europa. Wir hatten gerade eine Retreat-Gruppe mit 40 Leuten und sie macht jeden Tag Zeremonien für diese 40 Leute. Ja, sie reinigt die Leute und so weiter mit 80 Jahren und das ohne irgendwelche Probleme. Und ihre Mutter war Maya Hebamme. Und ihre Mutter hat gearbeitet, bis sie 100 Jahre alt war. Und ihre Mutter ist gestorben mit 115 und hat bewusst ihren Körper verlassen. Das hat, ihre Enkeltochter, also die Tochter von unserer Nana, hat mir das immer so erzählt. Sie hat gesagt, ja, und dann ist die Abuela, die Großmutter. Sie hat dann gesagt, ihr Lieben, ich werde jetzt gehen. Ich werde jetzt zu den Ahnen gehen. Und ich habe meine Lebensaufgabe erfüllt. Und bitte tragt mein Werk weiter, helft den Menschen und weint nicht um mich. Denn ich bin immer noch bei den Ahnen mit euch. Und dann hat sie noch gesagt, und jetzt sagt bitte den Kindern, sie sollen ruhig sein, damit ich in Ruhe hinübergehen kann. Ja, und dann hat sie wirklich innerhalb von ein paar Minuten bewusst ihren Körper verlassen, ohne Krankheit. Ohne Krankheit, ohne Schwäche. Weißt du, sie war einfach noch stark. Sie war alt, aber sie war stark. Und das Gleiche erzählt mir die Nana immer von ihren Großeltern und Urgroßeltern, die sie ja alle gekannt hat, mit denen sie aufgewachsen ist. Also ihre Großeltern sind 135 und 138 Jahre alt geworden. Und sie sagt immer, dass das war normal. So alt sind alle geworden, um die 150 Jahre, das war normal. Und sie sagt immer wieder, die Menschen waren nicht krank bis zum Tod. Sie waren nicht krank. Worum ging es im Leben bei den Maya, bis heute bei meiner Nana und ihren Kindern? Es ging darum, die Bestimmung zu leben. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Jeder Mensch hat eine Aufgabe im Leben. Das kann sein, dass du Bauer bist, das kann sein, dass du Architekt bist, dass du Arzt bist, dass du Hebamme bist, dass du Priester bist, aber du hast eine Aufgabe. Und es geht darum, diese Aufgabe einzusetzen, um der Welt, den Menschen, den Lebewesen zu dienen. Ja, das kannst du mit allem, was du tust, um etwas Gutes auch zu kreieren. Und dann geht es darum, diese Aufgabe zu erfüllen. Und wenn du die erfüllt hast, dann spürst du irgendwann, okay, jetzt ist mein Leben in
abgeschlossen und jetzt kann ich meinen Körper verlassen. Und bei den Maya war es dann sogar so, dass sie ganz bewusst noch ihre Gaben und Fähigkeiten an die nachfolgenden Generationen vergeben haben. Das heißt zum Beispiel, die Großmutter, die Hebamme war, also die Mutter meiner Nana, die hat ihre Gabe als Hebamme ihrer Enkeltochter noch im Leben wirklich energetisch übertragen, weil sie in dieser Enkeltochter gesehen hat, dass auch sie die Aufgabe in sich trägt, Hebamme zu sein. Und das ist so geschehen und die ist wirklich heute Hebamme. Und so war das. Also die haben dann bewusst ihre Gaben noch abgegeben, weitergegeben und sind dann wirklich im Frieden gegangen, in Freude gegangen. Nana sagt, ihre Großeltern haben sich ihre schönste traditionelle Kleidung angezogen, haben mit der Familie noch gefrühstückt und haben sich dann verabschiedet. Und dann sind die beiden, Großmutter und Großvater, innerhalb von 10 Minuten Abstand, erst die Großmutter, dann der Großvater, Ladies first, ne, haben ihren Körper verlassen. Und sie hat auch gesagt, dass dadurch gar keine Trauer da war in der Familie. Ne, weil sie einfach wussten, die haben jetzt ihr Lebenswerk vollbracht, die haben ganz viel bewirkt für die Familie, für die Welt. Ne, natürlich wurde da mal die eine oder andere Träne vergossen, weil man ja auch den anderen lieb hat, aber sie wussten, die sind immer noch bei uns in Form der Ahnen. Immer noch energetisch sind sie da und unterstützen uns immer noch. Und es war eine Freude da, dass sie die Großeltern gewesen sind, die Urgroßeltern gewesen sind. Also es war immer, ja, es war nicht so dieses Festhalten an jemandem, dieses Festhalten am Leben oder gar nicht verbunden mit Leid und Krankheit. Das kann man sich heute ja fast gar nicht mehr vorstellen, weil alle Menschen, die man so kennt, also auch wenn ich an meine Großmutter zum Beispiel denke, die hatte Krebs. Wenn ich daran denke, oh Mann, das hat so meine Kindheit auch geprägt, dass ich das so miterlebt habe, dass sie immer kranker und immer schwächer wurde, auch Chemotherapie gemacht und so weiter. Na, und andere leiden ja sogar Jahrzehnte. Da ist man ja quasi schon froh, wenn man dann einen Herzinfarkt bekommt und es schnell vorbei ist, so ungefähr. Aber das sollten wir einfach hinterfragen. Wir sollten es hinterfragen. Wir sollten wieder schauen bei den Urvölkern, wie war es denn ursprünglich? Und für mich, ich habe das schon ehrlich gesagt in der Schule bezweifelt, diese Aussage, wir können ja froh sein, dass es die konventionelle Schulmedizin gibt, weil dann werden wir ja heute 70 bis 80 durch all die lebenserhaltenden Maßnahmen, weil früher sind wir nur 30 oder 40 geworden. Und da habe ich immer gedacht, das glaube ich irgendwie nicht. Und durch die Maya glaube ich es natürlich noch weniger. Ich sehe einfach auch ihr Vertrauen in die Naturheilmittel, also wenn wirklich mal irgendwas ist, wenn sich jemand ein Bein bricht oder irgendwas, also sie vertrauen einfach in die Natur. Ich habe eben kurz erwähnt, dass mich das Thema Geburt auch sehr fasziniert. Zum einen durch meine eigene traumatische erste Geburt und dann meine anderen Kinder habe ich alle zu Hause geboren. Mein zweiter Sohn noch mit der Hebamme und die anderen sechs habe ich alleine geboren, auch ohne Hebamme, weil ich das einfach so gefühlt habe. Und ich habe auch schmerzfreie Geburt erlebt. Ich habe wirklich Geburten erlebt, meiner jüngsten sechs Kinder, die in einer halben bis einer Stunde geboren wurden. Und da erzählt man uns auch, es ist normal, dass Frauen unter Schmerzen gebären, dass Frauen in 12 bis 24 Stunden gebären. Und ich habe es einfach nicht geglaubt. Und ich habe von den Maya und auch von anderen Urvölkern, die ich kenne, gelernt, dass normal ist, dein Kind wirklich ohne Schmerzen zu gebären. Dass es normal ist, dass dein Kind schnell auf die Welt kommt. Das ist normal. Und da ist so viel Verdrehung geschehen, so viel Verdrehung. Und wir haben einfach so unglaublich viel vergessen. Und wenn wir wieder hinschauen, wenn wir uns dafür öffnen, dann können wir so viel lernen. Die Maya zum Beispiel, wenn wir mal bei der Geburt bleiben, die kennen gar keine Schwangerschaftsübelkeit. Das gibt's bei denen gar nicht. Es gibt es nicht. Und auch diese ganzen Zysten und Myome. Nana erzählt auch viel von ihrer Mutter, die ja nun mal Maya-Hebamme war. Ach, Brutkästen gab es ja auch nicht. Und trotzdem haben die Babys überlebt. Also sie sagt, dass es auch manchmal hier vorgekommen ist, dass ein Baby zu früh geboren ist. Aus verschiedenen Gründen kann ja auch mal sein, dass die Mama hinfällt, dass sie stolpert, dass es irgendeinen Unfall gibt oder so. Na, oder sie vielleicht auch Stress hat. Also, das ist schon vorgekommen, natürlich viel seltener, aber es ist auch mal passiert, dass ein Kind zu früh geboren ist.
Und aber niemals, wie gesagt, es gab ja gar keine Brutkästen, niemals ist das Kind gestorben. Die haben das Kind halt dann einfach ganz eng an der Mama getragen. Diese Nähe, so dass das Kind quasi wie im Mutterleib noch war. Und dann, das hat man ja auch sogar in Studien schon festgestellt, dass die Känguru, nennt man das ja heute, dass wenn die Kinder känguruht werden, also wirklich ganz nah an der Brust der Mama sind, wo sie weiter den Herzschlag und die Wärme spüren, also wo die Mama halt auch keine Klamotten anhat, ne, sondern direkt auf der nackten Brust, dass die Kinder viel schneller anfangen, dann auch zu atmen oder sofort selbstständig atmen können und dass sie sich viel besser entwickeln als im Brutkasten. Na, wie gesagt, da gibt es tatsächlich Studien darüber. Und es ist einfach so spannend, da zu schauen, wie haben es die Menschen denn früher gemacht? Und waren sie wirklich verzweifelt, dass es keine Schulmedizin gab? Nein, natürlich nicht. Sie haben in die Natur geglaubt, sie haben in sich selbst vertraut. Na, bis heute gibt es hier zum Beispiel auch Knochenheiler. Ja, und das ist immer noch so, dass wenn die Maya einen Unfall haben, dann rufen sie den Knochenheiler und gehen nicht ins Krankenhaus. Das ist schmerzhaft, also der renkt dir wirklich der renkt dir das wieder ein, der macht das wieder in die richtige Position. Und also das funktioniert, ich habe das schon gehabt. Ich habe ja häufiger Reisegruppen hier aus Europa. Und dann fragen sie manchmal nach dem Knochenheiler und dann lade ich den ein und der vermag es. Also wir hatten einmal einen Mann, so mein Alter. Und der hatte irgendwie vor 20 Jahren eine starke Beinverletzung gehabt und war natürlich auch in schulmedizinischer Behandlung damit. Aber immer wieder hat er das dann gehabt, dass das nicht so richtig verheilt ist und dass er immer Probleme hatte mit Wassereinlagerungen. Und so hatte er nach dem Flug hierher eine starke Wassereinlagerung. Und dann habe ich halt den Knochenheiler gerufen und der hat dann gesagt, dass es nicht verheilt ist richtig, die Wunde, die vor 20 Jahren war. Und er hat das gerichtet. Und dann ist sofort die Wassereinlagerung weggegangen und danach hat der Mann laut seinen Aussagen nie wieder Probleme gehabt. Also die Knochenheiler können selbst solche Altlasten noch richten und wieder in die Heilung bringen. Und das ist einfach so faszinierend, das zu sehen, dass diese Naturheilkundler, die wirklich natürlich auch den Don, so heißt das hier, also die Bestimmung dafür haben, was die wirklich können. Na, was da wirklich an Heilung möglich ist, wenn dann Heilung wirklich gebraucht wird. Na, aber ganz viele Erkrankungen gibt es wirklich gar nicht oder gab es bis zumindest vor einer Generation nicht. Zysten, Myome, würden, das ist was die Frauen, also ich hatte gerade bis gestern eine Reisegruppe hier von Frauen, 26 Frauen, und die Hälfte dieser Frauen haben Zysten und Myome. Die Hälfte. Und die andere Hälfte, also auch die Hälfte der Frauen, haben Gebärmuttersenkungen. Auch junge Frauen, die noch keine Kinder haben. Und die drei Viertel der Menschen haben Probleme mit der Verdauung, also Magen-Darm-Beschwerden. Das ist, was die Maya-Hebammen, also die arbeiten hier dann auch sehr intensiv mit unseren Menschen, die hierher kommen, im Tuch, im Schoß der Erde. Und ja, da diagnostizieren sie das eben durch ihre Massagen, durch ihre heilenden Hände. Ne? Also es ist schon sehr spannend, das dann so zu beobachten, wie krank uns eigentlich die westliche Welt, dieses unnatürliche Leben macht. So, jetzt bin ich schon so begeistert, dass ich mir gestern den Ton anschaue. Ich wäre super spannend. Ich habe es ja gerade wirklich jetzt ganz aufmerksam zugehört, weil du ja auch sehr viel jetzt über die Medizin gesagt hast, der Mayas und auch von Urvölkern per se, würde ich mal sagen. Und das ist ja genau das. Ich rede ja auch sehr viel über die Zivilisationserkrankungen. Und meine Praxis ist seit ich meine, selber niedergelassen bin seit schon mittlerweile 18 Jahren. Ja, im Prinzip, in erster Linie haben die Patienten Zivilisationserkrankungen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Die Frauen haben Myome, die haben Zysten, Gebärmuttersenkung, Darmprobleme, die haben Neurodermitis, Migräne, die haben Rheuma, die haben neurologische Erkrankungen und ganz neu dazu gekommen, das war jetzt ein Scherz, was ich gerade gesagt habe, es gibt es nämlich auch schon ganz lang, ist das Erschöpfungssyndrom und die Depression und so weiter und so weiter. Und natürlich auch die immer wiederkehrenden Erkältungskrankheiten, Virusinfekte, bakterielle Infekte. Davon kann auch ich aus meiner Kindheit ein Lied singen. So bin ich ja auch
zu dieser Medizin gekommen, weil ich gesagt habe, das hat andere Ursachen. Wir müssen hier ursächlich behandeln. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Die Zivilisation produziert Zivilisationserkrankungen. Diabetes, Übergewicht, Erschöpfung, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Mikronährstoffmängel, Vitamin D-Mangel. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die WHO sagen, das kann man alles nachlesen, Vitamin D ist nicht wichtig. Wir brauchen kein Vitamin D. So ungefähr wird das propagiert. Und wenn wir in die Urvölker schauen, auch zum Beispiel in Afrika und aber auch in Südamerika gibt es Studien, dass unter anderem der Vitamin D-Spiegel hoch liegt bei denen. Und unser Vitamin D-Spiegel, der Schnitt, ist im Schnitt als normal angegeben, viel zu niedrig. Und auch mit dem Selen gehen wir gerade mal nach Südamerika. In Südamerika essen die Leute in bestimmten Regionen, da gibt es wunderbare Studien, im Schnitt 300 Mikrogramm Selen pro Tag über die Nahrung. Das ist bei uns verschreibungspflichtig, 300 Mikrogramm. Und ich teste das ja alles immer im Labor, alles. Und wir haben hier durch die Bank erniedrigte Selenspiegel, durch die Bank erniedrigte Vitamin D-Spiegel, Omega-3 und so weiter. Also das ist was, ich möchte es hier gar nicht noch mehr sagen, weil wir möchten die Alicia noch weiter bitte anhören. Das ist so spannend, was du sagst, auch mit dem Selen, weil Selen brauchen wir ja zum Beispiel auch, um zu entgiften. Genau, exakt. Selen ist ein Entgifter und es sagt, es ist alles in Ordnung. Ich habe einen Vortrag gehört vor 2,5 Jahren, das war mitten in der Corona-Zeit, auf einem Ärztekongress in Baden-Baden. Und da war ein Professor der Charité Berlin, der Uni Berlin dabei. Und die haben Studien gemacht, Selen, Selenmangel, Intensivpatienten mit Corona. Und die haben ganz eindeutig gezeigt, dass wenn sie so und so viel Selen, ich glaube 200 Mikrogramm Selen pro Tag, ja, gegeben haben, verabreicht haben den Patienten, dass sie deutlich gesünder waren und auch die Infektionsrate niedriger etc. pp. Ich weiß es nicht mehr genau. Der Studienverlauf, ich habe da hier auch Videos drüber gemacht. Ich habe selbstverständlich diese Studien auch auf unserem Kanal gezeigt, live von diesem Kongress, könnt ihr alles nachschauen. Aber das wissen wir doch alles. Und der Herr Professor Michael Nels hat in seinem neuesten Buch Das indoktrinierte Gehirn das genau aufgezeigt mit dem Vitamin D-Mangel und die viralen Infektionen etc. pp. Und jetzt, liebe Alicia, ich wette, dass du eigentlich keine Probleme in den letzten 3 Jahren hattest oder habt ihr irgendwelche Probleme gehabt in dieser schlimmen Pandemiezeit? Das würde mich mal interessieren. Nee, wir haben keine Probleme gemacht. Also ich bin auch sehr, sehr froh, dass die Menschen, also so besonders in den noch kleinen Hochlanddörfern, die sind einfach noch sehr verbunden mit ihrer Intuition, weißt du? Also meine Nana zum Beispiel kann auch gar nicht lesen und schreiben, aber sie hat halt dieses Urwissen der Erde so in sich, weißt du? Also ich bezeichne sie als wirklich sehr, sehr weise Frau, auch wenn sie nicht lesen und schreiben kann. Und es gibt immer noch viele, viele Menschen hier, die sprechen kein Spanisch, sprechen sehr schlecht Spanisch. Meine Nana gehört dazu, weil ihre erste Sprache einfach die Maya-Sprache ist. Das heißt, diese Menschen beschäftigen sich dann auch gar nicht so viel damit, was in den Nachrichten gekommen ist oder sowas. Die haben einfach ihrer Intuition gefolgt und die sind wirklich, du musst dir das vorstellen, die haben wirklich so Impfteams in die kleinen Dörfer geschickt und haben den Leuten erzählt, oh, das ist gut für euch, so, weißt du? So wie man das immer wieder hört, das ist ja bei vielen Urvölkern geschehen, dass sie sich als Nonnen verkleidet haben, Nestle, und dort ihre Melomelmilch den Leuten andrehen wollte. Und so haben die das auch hier gemacht. Na, schön, oh, das ist gut für euch und so. Aber ja, ihr Gefühl hat ihnen eben gesagt, irgendwas ist hier faul. Und dann ist es ein paar Maya-Dörfern passiert, dass sie den Leuten die Impfstoffe weggenommen haben und zerstört haben. Ja, also die haben es halt einfach nicht gemacht. Und das kannst du natürlich auch sehen, dass dort, wo Urvölker leben, auch in Afrika, dass es dort sehr niedrige Impfraten gibt. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr gut, dass das immer noch so ist. Und
Wir haben dann aber auch, also bei uns hier im Ort haben wir es gesehen, hier leben halt auch Ausländer und dass die in die Panik gefallen sind. Ne? Und dass die dann wirklich mal wieder dieses Verhalten der Eroberer an sich trugen, sie dann hier bei uns im Dorf zum Beispiel den Bürgermeister genötigt haben, dass der eine Maskenpflicht einführt. Konnte er gar nicht. Hat er dann aber irgendwie gemacht, aber wir haben halt nie eine Maske aufgesetzt. Hat auch keinen interessiert. Aber was dann immer die Leute aus ihrer Angst so heraus kreieren, dann auch für andere mit. Ja, das war schon ein bisschen erschreckend zu sehen. Aber im Grunde genommen waren wir hier recht frei und haben nicht viel mitgekriegt. Und nee, war auch nie krank. Meine Nana war nie krank, habe ich mitgekriegt. Also die Urvölker, die hier wirklich noch natürlich leben. Ich habe es nicht mitgekriegt, dass hier irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Pandemien waren. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe es selbst nicht erlebt. Ich habe dann in einer anderen Realität gelebt. Ja, aber das ist auch eben wieder dieses Ding, glaubst du an Krankheit? Weißt du, hast du wirklich Angst vor Krankheit? Lässt dich da so reinziehen? Weil das ist ja auch, was diese westliche Zivilisation so mitgebracht hat, diese große Angst vor Krankheit. Und wenn du so eine große Angst hast, dann bist du eben auch manipulierbar. Wenn du wirklich in deinen Körper vertraust und auch in die Natur vertraust, dann hast du keine Angst. Ne? Dann mag es vielleicht mal sein, dass du einen Schnupfen kriegst oder vielleicht kriegst du auch eine Grippe, okay. Aber dann weißt du, es gibt Heilung. Also was die Menschen hier immer noch machen, ist in den Tuch gehen. Das ist halt der. Der ist aus Lehm gebaut, der sieht so aus wie ein Iglu. Und da gebären die Maya auch ihre Kinder. Das ist für sie der Schoß von Mutter Erde. Und die Maya haben kein herkömmliches Badezimmer, wie wir das so kennen in der westlichen Welt. Das ist auch ihr Badezimmer. Da gehen sie jeden Morgen rein, Mann und Frau und Kind, gehen dort hinein, um sich zu waschen, zu reinigen mit heißem Wasser, mit Kräutern. Aber dieser Schoß der Erde wird auch beheizt mit Feuerholz. Also es ist wie eine Maya-Sauna. Ne? Also diese Wärme, diese Hitze, das weiß man ja auch, dass Wärme, Hitze, schwitzt Krankheit oder beginnende Krankheit aus. Und wie gesagt, die Kinder werden da ja schon geboren. Und man nimmt die Kinder von klein auf immer wieder damit rein. Wenn sie irgendwie merken, oh, mein Kind, die Nase fängt an zu laufen, gehen sie in den Schoß der Erde, in den Tuch. Na, also sie haben einfach so einfache Heilanwendungen oder sie sammeln dann einfach Kräuter. Und unsere Nana hat jetzt mit der Reisegruppe auch so einen kleinen Vortrag gehalten und hat so ein bisschen erzählt. Und also sie sehen das halt so, dass wenn Krankheit entsteht, ist das, weil der Mensch aus dem Gleichgewicht ist. Das heißt, sie sagen das, das kann passieren, weil zum Beispiel etwas zu kalt ist, ne? Oder zu heiß ist. Also, wenn wir zum Beispiel mal bei der Gebärmutter bleiben, es kann sein, dass Hitze in der Gebärmutter ist und deswegen hat die sich gesenkt. Oder es kann auch sein, dass Kälte in der Gebärmutter ist und die sich deshalb gesenkt hat. Und da schauen sie dann halt individuell nach, so was ist die Ursache dafür? Ist es jetzt kalt oder heiß? Und dann suchen sie ein Kraut dafür, das eben, also wenn du kalt bist, geben sie dir ein heißes Kraut. Wenn die Krankheit aufgrund von Hitze da ist, geben sie dir halt ein kaltes Kraut. Also, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und dann wurde sie halt gefragt, aber woher wisst ihr denn, ob das ein kaltes oder ein heißes Kraut ist? Und dann hat sie so gelacht und hat gesagt, naja, das sagen ihr eben die Ahnen, das sagen ihr die Pflanzen. Na, also hier gibt es keine Kräuterbücher oder sowas. Es ist wirklich so, die Menschen, die Heiler, die Kräuterfrauen, die gehen in die Natur und die sprechen mit den Pflanzen. Ja, die sagen der Pflanze, hey, ich brauche eine Pflanze für das und das, für die und die Person. Und dann sagt die Pflanze, hier bin ich. Und dann kriegen sie das als Tee. Oder manchmal malen sie das, die Pflanze auch roh auf Stein, ne? Und dann ist das halt so ein grüner, frischer Kräutersaft. Und sie machen auch Kräuterbäder oder auch energetische Reinigungen mit Kräuter. Und es gibt einfach, für alles gibt es Heilung. Sie machen Umschläge auch mit Kräutern. Sie reinigen auch energetisch mit Kräutern. Also was es hier gibt auch, das heißt Mal de Ojo. Die Maya passen sehr gut auf ihre Babys auf.
Und ich weiß es auch von anderen Urvölkern. Ich habe auch Freunde in Nordamerika und Südamerika, die sehen es sehr ähnlich. Dass Kinder sind halt noch sehr offen. Die Aura ist noch sehr offen. Das heißt, die gehen das erste Jahr mit dem Kind nicht in den Supermarkt oder so oder einkaufen, sondern die passen gut auf das Kind auf und das Kind wird erst nach 6 bis 8 Wochen überhaupt erst anderen Menschen gezeigt, präsentiert, in die Gemeinschaft aufgenommen. Vorher ist es wirklich nur mit der Mama, mit der engeren Familie, weil man eben weiß, wie sensibel ein Kind ist. Und man gibt, wenn man dann mit dem Kind rausgeht, gibt man ihm immer so ein Kraftbeutelchen mit Kraftpflanzen, die es vor Energien schützen. Und wenn man dann doch energiekrank wird, und das passiert nicht nur mit Kindern, sondern mit Erwachsenen, haben sie eben auch Pflanzen, um Energiekrankheiten zu heilen. Also das heißt, dass Menschen irgendwelche Energien von anderen aufgenommen haben. Ja, also sie haben da einfach so ihre Tricks, die haben sie bis heute. Also die Tochter meiner Nana sagte mir auch mal, dass sie jetzt heute auch Windpocken kennen. Das ist ja auch, kam auch aus der westlichen Welt. Und dass sie das aber in 2 Tagen heilen können. Und die machen halt auch nicht nur viel mit Kräutern. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Windpocken heilen sie ganz viel mit Weihrauch und mit Gebeten. Also sie machen auch ganz viel mit Gebeten, also durch spirituelle Arbeit oder durch Feuerzeremonien. Hier gibt es ja Maya-Priester, also wir sind ja auch zu Maya-Priestern eingeweiht worden. Und wir machen halt Feuerzeremonien. Und unsere Nana sagt immer, eine Feuerzeremonie heilt alles. Ja, also das sehen Sie eben auch, diesen spirituellen Aspekt, dass Krankheit natürlich auch entstehen kann, weil wir emotional nicht im Gleichgewicht sind. Na, weil wir im Stress sind, weil wir unsere Bestimmung nicht leben. Also das sagen Sie ganz klar, dass Menschen, die ihre Bestimmung nicht leben, krank werden. Na, dass das dann ein ganz klarer Hinweis auch der Seele ist, du bist nicht auf deinem Weg. Und dann gibt die Seele einfach manchmal durch Krankheit das Zeichen, so. Stopp jetzt hier, jetzt musst du hinschauen, jetzt musst du gucken, was ist dein Weg, was ist deine Bestimmung und nicht mehr davor weglaufen. Und das ist natürlich auch eine große Ursache, wenn du überlegst, in der westlichen Welt, weil wie viele Menschen kennen wir denn, die ihre Bestimmung leben? Das sind immer noch vergleichsweise sehr, sehr wenige Menschen, die ihre Bestimmung wirklich leben. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt bei den Maya, dass Menschen krank sind, weil sie Heiler sind. Ja, also das sagen sie auch ganz klar, wenn du Heiler bist oder in irgendeiner Heiltätigkeit deine Bestimmung ist, sei es du bist Knochenheiler oder du bist Hebamme oder du bist Kräuterfrau, Mann, dann bist du ja da in deiner Bestimmung und um anderen Menschen zu helfen und sie zu begleiten auf dem Weg der Heilung. Und dann musst du selbst Krankheiten durchleben, um das überhaupt verstehen zu können. Da hast du ja eben auch von dir schon erzählt, dass du das auch alles als Kind schon erlebt hast, Krankheiten und so weiter. Das hat dich dann ja auch auf den Weg der Medizin gebracht. Und genau das ist es. Daran kann man ja zum Beispiel erkennen, das ist deine Bestimmung, ne? Weil du das schon als Kind so erlebt hast und dich das deshalb auf den Weg gebracht hat. Und so sehen die Maya das auch, ne? Das, ja. Es hat immer einen Grund, wenn ein Mensch krank ist, warum ein Ungleichgewicht da ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das wiederherzustellen. Und was ich immer wieder sehe, ist einfach auch dieses große, große, große Vertrauen. Das sehe ich. Diese keine Angst, sondern wirklich, wirklich Vertrauen. Und das ist, was unsere Nana auch immer wieder sagt, zu den Menschen, die krank sind. Du musst auch daran glauben, dass du wieder gesund wirst. Ja. Also, toll. Ich bin fast ein bisschen sprachlos, weil ich das so faszinierend finde. Und es mit dem Bestimmungsleben, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ich sage zu meinen Patienten, das habe ich auch schon von anderen Kollegen von mir gehört, die auch auf der ganzheitlichen Ebene arbeiten. Wenn jemand krank wird und dann nicht auf sein Herz hört und sein Leben ändert, dann bleibt die Krankheit. Und man kann es auch anders ausdrücken, wenn jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt kriegt. Also das ist ja ganz viel Stress, meistens, gell? Falsche Lebensweise.
Unter anderem, gell? Unter anderem. Es gibt auch natürlich einen erhöhten Lipoprotein-A-Wert oder ein erhöhtes Cholesterin. Ne? Spielt aber alles damit rein. Und dann sein Leben nicht ändert, dann kriegt er einen zweiten Herzinfarkt. Und wenn er dann wieder sein Leben nicht ändert, dann kriegt er einen dritten und stirbt vielleicht sogar dran. Es ist immer ein Zeichen, das Leben zu ändern und das Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das sagt aber, sagen nicht nur die Mayas, das sagt ja auch die traditionelle chinesische Medizin mit dem Yin und dem Yang. Das Gleichgewicht, das sagen die Schamanen, das sagen die alten Heiler, das haben schon die Druiden gesagt und so weiter. Das ist ja eigentlich eine alte Sache. Gehört, ist das alte Wissen. Das war überall. Die haben vielleicht andere Worte gehabt und haben es vielleicht ein bisschen unterschiedlich erklärt. Aber das ist auch, was ich rausgefunden habe. Dass, wie gesagt, ich kenne auch Inka-Nachfahren. Ich kenne von den Stonies, von den Lakota und so weiter, kenne ich auch Menschen, die das alte Wissen immer noch leben. Und du findest immer wieder diese Parallelen. Immer wieder, immer wieder. Und da, deswegen kannst du auch ganz sicher sein, dass wir Deutschen, Österreicher, Schweizer, wir Europäer, das alte Wissen haben wir auch gelebt. Wir haben es einfach nur vergessen. Ja. Und wir, gut, wenn man braucht ja nur mal in die Geschichte, in die europäische Geschichte schauen, der sagen wir der letzten 700 Jahre, da brauche ich glaube ich jetzt nichts drüber sagen, da erzähle ich ein anderes Mal was drüber hier auf YouTube in unserem Kanal. Das finde ich nämlich auch hochinteressant. Und dann werden aber solche Heiler, die jetzt aus jüngster Zeit stammen, wie zum Beispiel Samuel Hahnemann aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, jetzt auch wieder weggewischt. Die Homöopathie wird weggewischt. Das haben wir ja auch schon mitbekommen. Die Agenda ist ge gegen unsere ganzheitliche Medizin und Ängste. Du hast ja vorhin auch von dem Urvertrauen gesprochen. Und hier werden Ängste auch geschürt. Die meisten Menschen hierzulande haben Ängste. Und wir wissen ja, dass Ängste und Depressionen und Panikmache und so weiter. Und man spricht von circa 30.000 Enzyme, die wir brauchen, die bekannt sind. Es gibt noch sicherlich noch viel mehr. Werden 25.000 abgeschaltet, 5.000 bleiben noch übrig. Und dann kann das System Mensch, auch das Immunsystem zum Beispiel, nicht mehr richtig funktionieren. Allein die Angst macht das. Das ist auch bekannt. Und was wird hier geschürt hierzulande? Ängste. Und das ist das, was mir jetzt auch so gefallen hat, weil du gesagt hast, dieses tiefe, tiefe Vertrauen. Aber wie sollen die Leute das denn hier noch aufbauen oder wieder ins Vertrauen gehen, wenn man ihnen die Ängste nicht nimmt oder sie beruhigt? Es wird ja, man darf ja im Prinzip auch hier keine Nachrichten mehr schauen oder Zeitung lesen, weil es stehen ja nur noch schlimme Dinge drin. Es ist ja fast, also ich drücke mich jetzt mal ganz vorsichtig aus. So ein bisschen eine, ich sage es mal auf Lateinisch, eine Indoktrinierung, ne? Einen Willen, einem Aufzwängen. Wenn man sagt, hier so ist es, so und so, und die Leute sollen das dann glauben. Die Frage ist nun, was ist richtig, was ist falsch? Und deswegen finde ich das mal so interessant, dass du sprichst jetzt von einem Volk in Süd-, Mittel- und Südamerika, sagen wir mal, so Guatemala, so ich weiß ungefähr, wo es liegt, das mit Deutschland ja überhaupt nichts zu tun hat. Und du bist Deutsche. Das finde ich das so interessant, dass du lebst da schon ewig lang und du zeigst uns diese Kulturen, diese Traditionen. Und das darf ich jetzt mal sagen, müsste um sich ganz viele Zuhörer hier doch mal zu Herzen nehmen, was du erzählst. Also du darfst gern, wenn dir noch was einfällt, ach, darf ich ja kurz was dazwischen sagen, dass wer jetzt noch dran geblieben ist, dass Alicia auch ist im Mai diesen Jahres ist eine Akademie des alten Wissens gestartet. Wir haben die ganzen Informationen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt auch gerne uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet. Und im August diesen Jahres, 2024, kommt Alicia, ich glaube, mit jetzt. Heilern, sie wird es gleich noch selber sagen, macht eine Anreise zu Kraftorten hier in Deutschland, da kann man auch mitmachen. Da erzählen wir noch ganz zum Schluss auch noch ganz kurz was drüber, bitte. Und die Infos sind alle hier natürlich verlinkt, selbstverständlich, weil ich finde es eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache und auch eine einmalige Sache, dass man hierzulande auch mal so wo mitgehen darf. Alicia, aber du erzähl doch nochmals, was dir noch einfällt.
was dir jetzt noch auf dem Herzen liegt. Du darfst Ja. alles sagen. Ich finde es ganz arg spannend. Und was liegt dir noch am Herzen? Was du auch gerade angesprochen hast, na, mit Samuel Hahnemann zum Beispiel. Und ja, das ist ja auch, es ist noch nicht ganz, ganz altes Wissen, aber wer weiß, vielleicht ist es auch ganz, ganz altes Wissen, was er wieder zutage gebracht hat damals. Auf jeden Fall hilft es den Menschen auf so leichte, Art und Weise. Ja. Und das ist ja mit allem Wissen passiert, wenn wir wirklich ein bisschen weiter zurückspulen. Das wissen wir doch alle noch, dass es die Hexenverbrennungen gegeben hat. Dass die Hebammen, die Kräuterfrauen, die Kräutermänner oder einfach nur gute Menschen, dass die verfolgt wurden, dass sie nicht mehr wirken durften. Und das ist hier in Guatemala auch passiert. Na, ich habe ja erzählt, dass vor 40 Jahren fing das an, dass Pestizide hierher kamen, dass der Müll und alles Impfungen hierher kamen. Und hier kommen übrigens die Impfstoffe hin, die so giftig sind, dass sie in Europa verboten sind. Und die Mütter werden gar nicht gefragt. Ne? Die wollen ihn auch, also die wollen es, du siehst es einfach, diese Schwächung. Du kannst das hier, ich kann das hier sehen, was wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise unserem Urvolk passiert ist. Ich habe drei Kinder hier in Guatemala geboren von meinen 8. Der älteste meiner Kinder, der ist hier geboren, ist 14 Jahre, wird jetzt 14 Jahre alt und meine Tochter ist 11, die be sind beide hier geboren. Ich habe sie halt alleine geboren, wie ich schon erzählt habe. Aber ich kenne ja Hebammen. Ich bin dann halt hinterher zu der Hebamme gegangen und habe sie einfach gebeten, dass sie mir einen Zettel schreibt. Und damit konnte ich mein Kind anmelden, habe die Geburtsurkunde gekriegt. Weil die Hebamme war hier immer, immer eine Autorität. So diese Autorität, diese positive Autorität, die wurde der Hebamme jetzt genommen. Mein jüngster Sohn ist hier geboren, der ist anderthalb. Und die Hebamme hat jetzt nicht mehr das Recht, dass sie das Kind anmeldet. Das kann jetzt nur noch ein Arzt. Ähnliches ist in Spanien. Einer meiner Söhne ist in Spanien geboren. Da hat man auch Riesenprobleme, weil ich den ja alleine geboren habe. Also das heißt, und das siehst du ja auch in Deutschland, die Hebammen, es werden immer weniger Hebammen, es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Und das ist ein Beispiel dafür, weil ich weiß, dass euch naturheilkundlich denkenden Ärzten ja auch die Steine in den Weg gelegt werden. Ich meine, wenn man noch mal an die Corona-Zeit denkt, was ist da passiert? Da ist auch eine Hexenverfolgung passiert. Na, ich kenne Dr. Carola Jawed-Kistel, die hat mich hier in Guatemala besucht. Die hat auch eine Hexenverfolgung erlebt, wie so viele andere Ärzte. Also das heißt, dieses Thema mit Hexenverfolgung ist noch nicht durch. Und um jetzt nochmal auf Guatemala zu blicken, das ist, was vor 40 Jahren hier geschehen ist. Da gab es einen Präsidenten und der wollte, dass das Land wieder den Maya gehört. Der hat gesagt, weil das war damals schon, dass hier ganz viele, also die Amerikaner waren halt einfach hier. National Fruit Company, Chiquita, kauft keine Chiquita-Bananen. Und die hatten ja Riesenplantagen und haben dann echt die Menschen ausgebeutet. Die haben Pestizide gesprüht, während die Mütter mit ihren Kindern auf dem Rücken da das Gemüse geerntet haben. Na, und das ist auch überall auf der Welt passiert, in den armen Ländern, die ja bewusst arm gehalten werden, damit das gemacht werden kann. Und dann hat der Präsident gesagt, nein, raus, raus mit National Fruit Company. Die haben ja auch den Urwald abgeholzt, damit sie dann, die haben das ja mit dem Zug dann direkt zum Hafen und dann nach Amerika. Na, und nee, stopp, hat der Präsident gesagt. Und dann hat Amerika CIA eingeschaltet und hat hier einen Bürgerkrieg inszeniert. Und ich weiß, ein Genozid. Und in der Welt wird es als Bürgerkrieg dargestellt. Die Menschen hier kennen die Wahrheit. Dr. Daniele Ganser hat auch darüber geschrieben. Und ich kenne niemanden, der keine Familie verloren hat. Meine Nana kommt aus einer Familie mit 13 Kindern. Nach dem Bürgerkrieg waren es nur noch drei. Nana ist eine der jüngsten. Sie hatte schon erwachsene Geschwister, die eben auch Heiler waren, die Hebammen waren und, und. Und besonders die wurden getötet, weil sie das alte Wissen bewahrt haben, das alte Wissen darüber, wie können wir Menschen im Gleichgewicht leben? Wie können wir Menschen gesund sein? Wie können wir Menschen unsere Bestimmung leben? Wie können wir als Familie im Gleichgewicht leben? Wie können wir im Frieden leben? All das gehört zum alten, ursprünglichen Wissen. Und es wurde eben dadurch versucht auszumerzen, das kannst du auch schon bei den Spaniern sehen, die haben immer zuerst die Priester, die Hebammen, die Heiler, ne, also die positiven Autoritäten eines Volkes getötet.
Und das ist hier in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder geschehen. Und dann haben, also es war ganz, ganz schlimm, ganz traumatisierend. Und danach war das Volk so traumatisiert, dass es dann überhaupt erst möglich war, die Schulmedizin, also die Tochter meiner Nana, die älteste, ist 60. Sie hat gesagt, als sie erwachsen war noch, da gab es hier gar keine Krankenhäuser, es gab keine Apotheken. Aber dann Ende der 80er Jahre, durch die Traumatisierung des Volkes, wuchsen plötzlich die Apotheken, wuchsen die Krankenhäuser, kamen die Impfstoffe hierher. Also du kannst das wirklich sehen. Und ich finde, auch da müssen wir hinschauen, nicht nur auf das Positive, weil das ist ja genau das, was immer weiter geschieht, auch in der westlichen Welt. Und was meine Nana und auch andere Älteste immer wieder sagen, das alte Wissen ist in uns. Auch wenn man uns hat vergessen machen, weil man uns immer noch vergessen machen will, dass wir alles vergessen, dass wir vergessen, wer wir sind, welche Kraft in uns als Menschen ist. Nicht nur die Kraft der Selbstheilung, auch wirklich die Kraft beizutragen zu einer besseren Welt, und die haben wir alle in uns. Und auch davon hat man uns getrennt. Wir müssen 13 Jahre, heute 12 Jahre, ich 13 Jahre, in der Schule sitzen und das lernen, was man uns vorgibt, anstatt unserer Bestimmung zu folgen. Und weißt du, all das hat dazu beigetragen, dass wir immer mehr vergessen. Und das, was du gesagt hast, Karl, Depression, Erschöpfung, das ist doch alles ein Resultat auch davon, dass wir vergessen, wer wir sind, dass wir nicht das leben, was wir eigentlich in uns fühlen. Und aber die Nana sagt, alles ist in uns. Und wenn wir wirklich den tiefen Wunsch haben, es ist in unserem Zellgedächtnis, es ist in unserer DNA. Deswegen versucht man ja auch, unsere DNA zu verdrehen, zu verändern. Aber es ist da und wir sind Schöpferwesen und wir können uns erinnern, wenn wir das wirklich wollen, können wir die Erinnerung in uns wieder wachrufen, wer wir wirklich sind als Menschen, wie es wirklich für uns gedacht ist zu leben. Und es ist nicht gedacht, dass wir auf die Welt kommen, einen Job machen, den wir gar nicht mögen, uns nur streiten in der Familie, ständig einen anderen Partner haben, Scheidung. Und, das ist alles nicht natürlich. Es ist nicht natürlich, dass Frauen Kaiserschnitt erleben. So viele Frauen erleben Gewalt in der Geburt, weil man ihnen sagt, sie können nicht gebären, sie können nicht stillen. Das ist alles eine Lüge. Und damit trennt man übrigens die so wichtige Beziehung, Verbindung zwischen Mutter und Kind. Das ist die erste Verbindung, die uns starke Wurzeln gibt in dieses Leben. Und da fängt die Trennung schon an. Kaiserschnitt, Gewalt in der Geburt, Trauma durch Sauglocke und. Überall Trennung, wo du hinschaust. Und so ist Ver Trennung in den Familien, Trennung zu uns selbst, Trennung der Menschheit, Kriege. So haben die Menschen nicht gelebt. Das ist, was die Urvölker immer wieder sagen. Immer wieder. Und da hat man auch eine Geschichtsverdrehung gemacht. Oh, die Urvölker, Menschenopfer, das sind Lügen. Das stimmt gar nicht. Das hat man uns erzählt, damit wir Angst haben vor den Urvölkern. Damit wir sagen, oh nee, lieber will ich damit nichts zu tun haben. Weil die können uns nämlich die Wahrheit erzählen. Und sie erzählen, dass die Menschen in Frieden gelebt haben. Alle Menschen. Frieden in den Familien, Frieden mit dir selbst, Frieden in der Welt. Das haben wir gelebt. Und nicht ständige Kriege, Kriege, Kriege wollen, will man uns auch erzählen, sind normal, damit wir okay sind mit Kriegen. Aber das stimmt nicht. Kriege sind nicht normal, Krankheit ist nicht normal. Ne? Alles ist nicht normal. Und wir können uns erinnern, wenn wir den tiefen Wunsch haben zu erwachen, können wir alle wieder zu Forschern werden, können wir alle wieder entdecken, wer wir sind. Und genau das ist auch der Grund, dass du ja eben gerade schon angesprochen hast, warum wir jetzt wieder die Akademie des alten Wissens in die Welt bringen, nachdem wir im letzten Jahr im November 2023 ein Ältestentreffen hier hatten in Guatemala mit Ältesten aus Nordamerika, aus Südamerika, aus Europa, aus Asien, wirklich von der ganzen Welt, Australien waren Älteste da, die sich hier getroffen haben, die einfach geschaut haben, so was können wir als Älteste, was können wir als Urvölker tun, um die Menschen zu unterstützen. Und daraus ist jetzt die Akademie entstanden, wirklich im Mai jetzt gerade erst geboren worden, eine Online-Akademie, wo Menschen wirklich auch für wenig Geld dabei sein können und wirklich wieder den Urvölkern lauschen können, um sich zu erinnern, um sich an das alte Wissen in sich selbst zu erinnern, um wirklich den Weg der eigenen Bestimmung, der Bestimmung der Menschheit wieder einzuschlagen.
und uns nicht weiter klein halten lassen und noch mehr drücken sie uns auf und noch mehr Ängste, sondern dass wir wirklich wieder diesen Weg der Befreiung gehen. Und Befreiungsweg ist immer Heilungsweg, ist immer Erinnerungsweg. Ja, und wir wissen, also besonders mein Mann, Robert ist da immer sehr engagiert und weiß immer ganz genau Bescheid, was in Europa passiert, weil das sind natürlich unsere Wurzeln. Das sind unsere Wurzeln und ich weiß auch, dass genau das meine Bestimmung ist, dass diese zwei Welten, ich stehe mit meinen Füßen in beiden Welten. Ein Bein steht noch in Deutschland. Das ist mein Geburtsland, das ist meine Familie, das sind meine Wurzeln. Und ein Bein ist hier, weil das ist meine Maya-Familie. Ich bin adoptiert worden von den Maya. Und so habe ich beide Welten erlebt. Ich verstehe die Europäer, weil ich selbst so geboren und aufgewachsen bin, weil ich das fühlen kann. Aber ich verstehe auch die Welt der Urvölker. Und so ist es meine Aufgabe, eine Brücke zu sein, eine Brücke zum alten Wissen zu sein. Und deshalb, wie gesagt, mein Mann ist da sehr engagiert und er macht sich auch Sorgen, dass es erneut zu einem Krieg kommen könnte. Und da haben wir halt überlegt, so was können wir tun? Wir können die Menschen erinnern. Wir können die Kraft der Erde erinnern, weil das ist auch, was unsere Nana immer sagt oder was sie uns vor 12 Jahren das erste Mal gesagt hat. Sie hat gesagt, das Feuerherz, also die Kraft von Mutter Erde, ist hier in Guatemala noch ganz stark. Warum? Weil die Menschen nicht vergessen haben. Weil die Menschen immer noch Zeremonien machen, weil die Menschen immer noch ihre traditionelle Kleidung tragen, weil die Menschen immer noch ihre Tänze, ihre Gesänge singen und tanzen. Deswegen ist die Kraft der Erde hier noch stark. Sie machen immer noch ihre Zeremonien an den Kraftorten. In Europa, sagt sie, ist das Feuerherz von Mama Erde ganz klein geworden. Das ist nur noch ein kleines Flämmchen, wie das Flämmchen einer Kerze. Und wenn die Kraft von Mama Erde aber klein ist, ist auch die Kraft ihrer Kinder klein. Sie sagt, deswegen ist das Bewusstsein so klein geworden in Europa, in Deutschland. Und jetzt ist einfach die Zeit gekommen, das spüren wir, dass wir mit den Ältesten zusammen, also wir bringen die Maya-Ältesten mit, wir bringen auch Maya-Hebammen mit, nach Europa zu kommen, um dort für die Menschen, mit den Menschen zu wirken, um auch wirklich die Menschen zu behandeln, die Maya-Hebammen, dass wir zusammen Feuerzeremonien machen, dass die Europäer den Ältesten lauschen können und dass wir wirklich auch zu den europäischen Kraftorten fahren, um dort zu schauen, was kann da noch oder darf da noch in die Heilung gebracht werden, damit eben diese Kraft der Erde und damit auch die Kraft der Menschen wieder erwacht. Und ja, das ist, was wir tun, das ist, was unsere Ahnen uns gesagt haben, was jetzt dran ist. Und naja, da möchte ich einfach nur sagen, jeder Mensch kann was zum Frieden beitragen. Jeder Mensch. Na, wenn du denkst, du bist ohnmächtig, du kannst nichts tun, dann stimmt das einfach gar nicht. Wenn du zum Beispiel bei dir selbst beginnst, dass du selbst im Frieden bist, dass du Frieden in deiner Familie, in deiner Partnerschaft kreierst, trägst du auch zum Frieden in der Welt bei. Ja, also das ist ja, was mir sehr am Herzen liegt und ich danke von Herzen, dass ich das hier teilen durfte. Ich danke von Herzen, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, dass meine Worte auch eine Erinnerung in dir als Zuhörerin erweckt haben. Ja, super toll. Wann ist denn die Reise genau? Also, wir sind 30., 31. August und 1. September sind wir in Hessen. Das steht schon fest. Wir sind dann auch noch in Österreich und auch in Vorarlberg, was ja ganz an der Grenze zur Schweiz ist. Also das steht auch schon fest. Das ist davor, das ist um den 20. herum. In Hessen haben wir auch sehr viele Plätze. In Österreich haben wir nur begrenzte Plätze. Das haben wir jetzt erstmal nur klein gehalten für unsere Community, weil, wie gesagt, es gibt nicht so viele Plätze aus Platzgründen einfach. Aber in Deutschland, in Hessen, haben wir sehr, sehr viele Plätze. Das ist auch das, was ich dir schicke, was du hier verlinken kannst. Da könnt ihr auf jeden Fall dabei sein. Entweder dieses Wochenende, diese 3 Tage, wo wir Zeremonien zusammen machen, wo ihr einfach den Ältesten lauschen könnt. Und dann gibt es noch das Intensiv, das geht nur mit Bewerbung.
Und da fahren wir dann eben auch zu den Kraftorten in Deutschland. Also wenn du da den Ruf hast, dabei zu sein, kannst du dich gerne bewerben. Also ich werde mir das überlegen. Finde meine Frau nicht die Zeit, weil das finde ich hochspannend. Also nee, ganz ehrlich jetzt. Ja, super. Schön. Ja, ganz klar. Also ich finde es, in der Sicht fühle ich mich auch hingezogen. Ich meine, ich habe auch immer schon dieses Gefühl seit meiner Kindheit. Aber wir wollen nicht über mich reden. Ich habe noch genügend Zeit auf unserem Kanal über mich zu reden. Darf ich noch kurz was sagen zur Sectio Caesarea, wie man so schön sagt, zum Kaiserschnitt? Das sind ja wirklich Dinge, die uns abschneiden. 90% in Brasilien der Frauen, ob offensichtlich, haben wir nachgeforscht, bekommen oder ja, machen eine Geburt mit Kaiserschnitt, warum auch immer. Und ich muss hier betonen, ein Kaiserschnitt. Da wird das Kind nicht durch den ge natürlichen Geburtskanal geboren, was schon alleine die Darmflora schädigt, weil die wichtigen Darmbakterien, die Lactobacillen zum Beispiel, in dem sterilen, noch sterilen Darmtrakt, Magen-Darm-Trakt des Neugeborenen, kriegen die das dann über Mund, Nase, im Geburtstrakt, der natürlichen Geburtskanal der Frau, die Lactobazillen, dann kann sich eine natürliche Darmflora aufbauen. Bei einem Kaiserschnitt geht es nicht. Und dann werden sie vom Kinderarzt noch mit Medikamenten behandelt, ich nehme die Worte hier nicht in den Mund, weil ich hier auf YouTube bin. Ich habe mit schon mit so vielen Kinderärzten gesprochen in meiner beruflichen Laufbahn, mit hervorragenden, auch schulmedizinischen, evidenzbasierten Kinderärzten, darf ich sagen. Die sagen, mein Gott, die kleinen Kinder haben noch kein ausgeprägtes Immunsystem. Man muss auch mit den Medikamenten warten, bis sie die bekommen. Wenn man es schulmedizinisch macht, mindestens mal 1 oder 2 Jahre. Und sie haben ja auch einen Schutz durch die Muttermilch, wenn sie gestillt werden. Also ich möchte es mal hier nicht, tatsächlich, ich bin vorsichtig, was ich hier ganz genau sage, aber das ist reine Immunologie, was ich hier sage. Und das war nur mal so ganz nebenbei gesagt. Und dann noch was, bitte. Wenn ihr interessiert seid, du hast vorhin gesagt mit der traditionellen Kleidung. Auch es gibt auch bei uns eine traditionelle Kleidung. Das haben wir verlernt. Ich habe ein Interview mit der Victoria Vesta im nächsten Monat. Das müsst ihr euch dann auch unbedingt mal anschauen. Sie spricht über traditionelle Kleidung, auch hier bei uns. Wir, meine Frau und ich, bemühen uns, auch traditioneller zu kleiden, weil das verbindet uns dann auch mit Mutter Erde und auch mit dem Kosmos, mit der göttlichen Quelle und so weiter. Und wer auch interessiert ist an solchen Geschichten, wie du auch aus der Geschichte her erzählt hast, jetzt gerade, da darf ich meine Freunde nennen, meine lieben Freunde, Sören Schumann, auch der Felix van Frieden, aber auch Robin Kaiser. Die haben hier YouTube-Kanäle mit Leuten, die sie interviewen. Oder Robin spricht ja selbst nochmals über das, dass sie uns entwurzeln, auch hierzulande, wo unsere Wurzeln sind: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, ja, Mitteleuropa. Das sind unsere Wurzeln, dass sie uns entwurzeln. Und das könnt ihr auf diesen Kanälen auch nochmals nachhören. Und ich habe ja auch schon Interviews mit diesen Leuten gemacht. Und also darf ich einfach noch hier am Rande nochmals erwähnen. Und ich finde es ganz toll, liebe Alicia, dass du diese Themen jetzt auch nochmals aufgegriffen hast. Das ist unheimlich wichtig, sowas nochmals zu erwähnen. Und ich finde es hochspannend. Und ich habe ja auch schon von Paracelsus erzählt. Ich habe euch schon von Hildegard von Bingen erzählt. Und ich habe euch erzählt vom Samuel Hahnemann, vom Sebastian Kneipp, aber auch vom Anthony William und Wim Hof, die heutzutage leben, und von vielen weiteren Heilern. Und ich spreche jetzt von Heilern, nicht von Ärzten, nicht von Heilpraktikern. Ich spreche von Heilern, die Ärzte sein können, die Heilpraktiker sein können, die aber auch Schamanen sein können oder weiß Gott was. Leute, die eben heilen können. Ursächliche Heilung, an die Ursachen ranzugehen und dann auch in die Heilung, in eine Restitutio ad integrum, in eine vollständige Heilung. Und mein lieber Freund Rüdiger, den ich schon seit meiner Kindheit kenne, der ist Psychiater an der Universität, an einer Universitätsklinik in der Schweiz. Der hat mal gesagt,
Der ist Psychiater und Neurochirurg. Der hat mal gesagt vor 10 Jahren, wer heilt, hat Recht. Aber er meint, er hat mir auch nochmals bestätigt, ich meine die vollständige, echte Heilung, hat er gesagt. Nicht eine Heilung, die durch Medikamente nur kaschiert wird, also die Symptome. Unterdrückt wird, ja. Und er ist ein reiner Schulmediziner, ein ganz renommierter Arzt an der Universität. Also ich darf auch mal solche Leute hier zitieren. Ja gut, jetzt bin ich noch mal ein bisschen ins Reden gekommen. Liebe Alicia, also A, würde es mich ganz arg freuen, wenn wir irgendwann nochmals ein Interview machen könnten. Und wenn ihr das auch möchtet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ihr von Alicia gerne wissen möchtet. Da gibt es da sicherlich noch viele Dinge, die euch interessieren, weil an so jemand kommt man jetzt nicht so leicht dran, möchte ich mal sagen. Das ist eine Wissensquelle, unglaublich, was du hier hast, was du zu bieten hast. So. Und schreibt es uns doch bitte rein. Und ich würde mich auch ganz arg freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, weil ich glaube, wir können noch einiges, ja, einfach zusammen in die Welt bringen. Das glaube ich auch. Ich habe auch das ganze Interview gedacht, dass ich dich auch gerne für meinen Kanal interviewen würde. Du hast auch einen Kanal, was hast du für Kanäle? Sag's bitte. Zeit des Wandels TV ist der YouTube-Kanal, den ich zusammen mit meinem Mann habe. Ja, bitte, den werde ich euch natürlich unten verlinken, ist doch sonnenklar. Ganz klar. Ja, danke. Und? Aber nur reingucken, wenn du dich auch triggern lassen willst, weil wir sind sehr kritisch. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Ich freue mich schon drauf. Und ich habe das, ja, sorry, noch nicht gekannt. Oder ich habe wahrscheinlich ein Interview oder zwei oder Videos von dir gehört und gesehen. Und ich habe dich auch angeschrieben. Das war aber, sind bei mir sind solche Geschichten, wenn ich so jemanden wie dich anschreibe, rein intuitiv. Das kommt von oben hier runter. Gell? Also das ist bei mir immer so. Darf So ich dich noch sollte es einmal ja auch fragen? sein. Also sehr gerne und wir werden noch weiteres machen. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, liebe Alicia. Was hast Nee, du noch? vielen, vielen Dank. Also es hat mir wirklich große Freude gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also wenn ich dich auch mal interviewen darf, ne, weil das ist einfach so, es ist doch immer noch selten in dieser Welt, ne, dass man so wahrhaftige, klare Menschen trifft, die einfach auch voll und ganz ihre Bestimmung leben und damit wirklich auch der Menschheit dienen. Ja, und es freut mich immer total, da spüre ich mal, ja, ein ganz weites Herz. Also vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit und ja, danke auch nochmal an euch, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, für euer Dabeisein, für euer Zuhören. Und ihr seid ja auch nur hier bei diesem Kanal, weil ihr was verändern wollt in eurem Leben und damit in der Welt. Und das hat einfach, ja, da habe ich so eine große Wertschätzung für jeden Menschen, der wirklich beiträgt zum Wandel in der Welt. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser aller Aufgabe jetzt in dieser Zeit. Und wie gesagt, glaubt nicht, ihr seid klein, das seid ihr nicht. Wir haben alle die Schöpferkraft in uns und jetzt ist die Zeit, dass wir uns genau daran wieder erinnern. Ganz genau, und das höre ich so häufig von wirklich, ja, Leu ich möchte mich jetzt nicht so spirituell ausdrücken von erleuchteten Leuten oder weiß Gott, einfach von Menschen, die ein klares Bewusstsein haben und auch noch verbunden sind oder wieder verbunden sind, je nachdem. Und zwar nach unten sich erden und nach oben ein Kosmos. Und mir hat zum Beispiel eine Heilerin gesagt vor kurzem, mit der ich auch jetzt nochmal ein Interview mache, die Doris Hefti. Sie hat zu mir gesagt vor 2 Wochen, sie hat von der DNA nochmals gesprochen, von den DNA-Strängen und von dem Seelenalter, von den alten Seelen und so weiter. Das kann man gar nicht so genau so fassen, aber es gibt wirklich genügend, ich drücke mich jetzt mal ganz banal aus, erleuchtete Menschen, die auf der Suche sind. Und solche Menschen wie du, Alicia, die wissen ganz genau, wie das funktioniert und sie gehen auch ihren Weg. Und deswegen habe ich auch vorhin nochmals meine Freunde Felix van Frieden zum Beispiel erwähnt oder Robin Kaiser, Sören Schumann, die ja auch auf diesem Weg sind. Und ich freue mich jetzt ganz arg, dass du es auch in mein Leben getreten bist, weil wir kennen uns jetzt. Und jetzt sage ich mal ganz, ganz arg vielen Dank.
Und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit und weitere Bewusstseinserweiterung mit dir und mit euch zusammen. Das, Danke. da freue ich mich auch drauf. Vielen, vielen Dank. Ciao, macht's alle gut und tschüss, liebe Alicia. Ciao.